Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ich bin's wieder, Herr Martin. Ja Leute, übermorgen ist Silvester. Und wir haben noch gut 2 Tage Zeit, um auf den Abonnier-Button zu klicken, um die Rundenanzahl der Exit All-Stars spielen die total verrückte Rallye zu beeinflussen. Weil bis zu 300 Runden können wir ja spielen. Sprich, bei 300 Abonnenten können wir auch 300 Runden spielen. Haben wir mehr als 300 Abonnenten, dann bleibt es bei 300. Habe ich schon selbst ausprobiert. Mehr lässt das alte Spiel von 1995 nicht zu. Aber alles schön der Reihe nach, Leute. Die westfälischen Nachrichten haben eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich bitte nicht alleine tun kann, ziehe ich euch wieder mit rein. Link zum Artikel gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls der Leistung gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort über raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin rund um Autismus Altbrückenkanal, als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ich meine Comics dabei geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel 10 Jahre Innosozialfachdienst Autismus. Gestärkt und mit mehr Hoffnung in den Alltag. Und diese Meldung kommt aus Aalen und würde mal sagen, fackel mich lang drum rum. Los geht's. Im Cinema hat der Innosozialfachdienst Autismus sein 10-jähriges Bestehen gefeiert. Mit dabei waren Eltern von Kindern mit Autismus, Vertreter von Kitas, Schulen und der Behinderten- und Jugendhilfe, oder wie es richtig heißen sollte. Mit dabei waren Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum, Vertreter von Kitas, Schulen und der Behinderten- und Jugendhilfe. Weiter geht's. Im Mittelpunkt stand der Vortrag einer Autismus-Expertin. Und die werden wir natürlich auch vorstellen. Alles. Moment. Und diese Experte werden wir auf jeden Fall vorstellen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Und es sieht auf jeden Fall so aus, als sei es ein Kino. Auf dem Foto sehen wir Cornelia Heisener, links im Bild, und Rita Lensing-Schlautmann, rechts. Beide vom Kreis Warndorf gratulierten der Fachdienstleitung Silke Botazio zum Jubiläum. Das ist die Frau in der Mitte. Ein Foto von Innosozial. Weiter geht's. Das Cinema Aalen war der außergewöhnliche Ort für die Feier zum 10-jährigen Bestehen des Innosozialfachdienstes Autismus. Wäre auch merkwürdig, wenn Innosozialfachdienst Autismus in einem Kino ansässig wäre. Also als Hauptsitz. Ich meine, bei der Reizüberflutung im Kino, denn da werden die Filme halt mit hoher Lautstärke auch gezeigt. Und ich weiß es ja selbst, ich war ja schon oft genug im Kino gewesen. Und ihr wahrscheinlich auch. Weiter geht's. Die 137 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus unterschiedlichsten Bereichen. Dazu gehörten Eltern von Kindern mit Autismus, Einrichtungen wie beispielsweise Kitas, Schulen, der Behinderten- und Jugendhilfe. Auch wenn ich kein Freund von Wiederholungen bin, ihr kennt mich ja, soll dieser Satz richtig heißen. Dazu gehörten Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum, Einrichtungen wie beispielsweise Kitas, Schulen, der Behinderten- und Jugendhilfe. Weiter geht's. Konzept Teach. Das Thema des Fachtags war das Konzept Teach, Abkürzung für Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children, sprich Behandlung und Erziehung autistischer und kommunikationsbehinderter Kinder, das bei Menschen mit Autismus erfolgreich angewendet wird. Oder wie es richtig heißen sollte, Behandlung und Erziehung autistischer und kommunikationsbehinderter Kinder, das bei Menschen im Autismus-Spektrum erfolgreich angewendet wird. Schon beim Wort Handicapped Children im Wort Teach kriege ich neutrale Stimmung.
weil Autismus nicht unbedingt eine Behinderung ist. Weil ich möchte das Wort nicht mehr hören. Weil Autismus, zumindest für mich, keine Behinderung ist. Weiter geht's. Wir haben dieses Thema gewählt, weil es in der Umsetzung immer noch Fragen gibt und eine Aufklärung benötigt wird, erklärte Silke Botazzo, Leiterin des Fachdienstes Autismus. Deshalb wurde eine bekannte Buchautorin zum Thema Teach aus Mainz eingeladen. In ihrer Ausführung gab Dr. Anne Häusler zunächst einen Einblick in die Konzeption dieses pädagogisch-therapeutischen Ansatzes und im zweiten Teil referierte sie über Einblicke in die Umsetzung in verschiedenen Kontexten und Altersgruppen. Und einen anderen Doktor werden wir natürlich bei den Nachtgedanken demnächst auch vorstellen. Aber alles schön der Reihe nach. Lesen wir weiter. Applaus für Ausführungen. Mit großem Applaus wurde Anne Häusler für ihre Ausführungen belohnt und nach dem engagierten Team gebührend gedankt. Nach dem offiziellen Teil gab es für alle noch die Gelegenheit, sich die Buchverfilmung von Autor Naoki Higashida, The Reason I Jump, Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann, anzusehen. Der Film The Reason I Jump, da habe ich mindestens ein Video als Reaction schon produziert. Darunter auch eine Reaction vom 17. Mai 2022. Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen. Lesen wir weiter. Jetzt verstehe ich viel besser, worauf wir bei unserem Jungen achten müssen. Ich gehe gestärkt und mit mehr Hoffnung in den Alltag mit ihm, war die Rückmeldung der Mutter eines autistischen Kindes. Oder wie es richtig heißen sollte, war die Rückmeldung der Mutter eines Kindes im Autismus-Spektrum. Weiter geht's. Am Büchertisch konnten die Teilnehmenden verschiedene Literatur der Referentin kennenlernen. Weitere Infos zum Thema Autismus bei Fachdienstleitung Silke Portazio unter Telefon 70900, Vorwahl natürlich nicht vergessen, falls ihr aus dem jeweiligen Ort gar nicht kommt, oder www.innosozial.de/fachdienst-autismus. Was soll ich dazu auch sagen, Leute? Eine kurze Meldung und vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch für die 10 Jahre und auf die nächsten 10 Jahre. Und deshalb meine Frage an euch: Was haltet ihr zu dieser Meldung? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp., als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und morgen gibt es eine Meldung von DocCheck zu lesen. Ja, auch kurz vorm Ende des Jahres lässt sich diese DocCheck-Figur mal wieder blicken. Und das auf unsere Kosten. Aber dazu morgen um 20 Uhr, wie gehabt. Und jetzt kommen wir zu den Nachtgedanken. Wir lesen heute zum ersten Mal das Buch von Dr. Peter Schmidt mit dem Titel Ein Kaktus zum Valentinstag. Ein Autist und die Liebe. Erschien vom Patmos Verlag. Widmung meiner lieben Frau, meinem Knubbelchen, der Mau und meinen lieben Raras zugeeignet. Auch wenn ich es nicht auf die vielleicht aus eurer Sicht üblicherweise zeigen konnte, ich habe euch alle wirklich lieb. Jeder Mensch aber ist nur er selber. Er ist auch der einmalige, ganz besondere, in jedem Fall wichtige und merkwürdige Punkt, wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen. Nur einmal so und nie wieder. Darum ist jedes Menschen Geschichte wichtig. Hermann Hesse. Textauszug aus Hermann Hesses Demian, die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend in derselben. Sämtliche Werke in 20 Bänden. Herausgegeben von Volker Michels, Band 3, Rosshalde, Knulp, 2015.
Demian, Siddhartha, Seite 235. Copyright Surkamp Verlag Frankfurt am Main 2001. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Surkamp Verlag Berlin. Und jetzt zu den 278 Vorwörter. Liebe Leserinnen und Leser, vor Ihnen liegt eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, geschrieben aus der Perspektive eines autistischen Menschen. Liebe mit Autismus, so sollte man meinen, das schließt sich gegenseitig aus. Das ist doch wie ein schwarzer Schimmel, eine Unmöglichkeit. In der Tat ist es in gewisser Weise so, als sei man schwul und wünscht sich aber eine Familie mit Haus, Hof und Garten. Der Weg, dies umzusetzen, ist alles andere als üblich. Aber wo ein Wille ist, gibt es einen Weg. Und wer neue Wege geben will, muss ohne Wegweiser auskommen. So lautet seit Schultagen mein Lebensmotto. Diesen Weg zu gehen bedeutet, mit konkurrierenden Sehnsüchten zurechtzukommen. Einerseits wollte ich immer allein sein, um alles unter Kontrolle zu haben. Andererseits fühlte ich mich einsam. Und das wollte ich nicht sein. Die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit ließ mich schließlich den Weg gehen, von dem ich nicht wusste, warum er über so viele himmelhoch eisige Berge führen musste, um endlich zum Ziel zu gelangen. Der Weg ist das Ziel. Und auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Auf der Autismus-Bundestagung in Nürnberg im Jahr 2008 stellten meine Frau und ich unseren individuellen Weg vor. Eine Liebe mit Autismus. Dabei stellte ich mein emotionales Erleben als Straße durch Landschaften dar. Heraus kam ein Vortrag, der von autistischen und nicht-autistischen Menschen gleichermaßen sichtbar bewegend aufgenommen worden ist. Ich hatte einen Weg gefunden, darzustellen, was in mir passiert. Seither spielte ich mit dem Gedanken, meine Geschichte aufzuschreiben. Doch die Verarbeitung meiner Autismusdiagnose brauchte Zeit. Ein gutes Buch will aus der Distanz geschrieben sein. Denn erst wenn man auf dem Berg steht, sieht man wirklich, wie die Ebenen zu Füßen des Gebirges strukturiert sind. Erstes Kapitel. Welt, ich komme. Am 29. Juni 1985, einem rostbraun-roten Tag, durchschreite ich zum letzten Mal das Hauptportal des Gymnasiums Groß-Ilsede. Als Schüler, im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Abi in der Tasche. Endlich frei. Welt, ich komme. Am Abend abibald es in einer Gaststätte. Die meiste Zeit verbringe ich dort mit den Papa und Mamas, meinen Eltern und mit Katrin, einer Mitschülerin, mit der ich gelegentlichen Kontakt habe. Der Ball geht allmählich zu Ende, als ich doch noch auf die Tanzfläche muss. Ich weiß nicht, ob es dreiviertelt oder vierviertelt und überhaupt, ich kann meine Füße nicht sortieren. Arme Katrin, vermutlicherweise. Aber dennoch spaßt es ungewöhnlich. Da spüre ich auf einmal etwas ganz Seltsames in mir, das ich von mir gar nicht kenne. Tanzen kann richtig Spaß machen. Ja, dann ist Dans ob de Deel, Dans ob de Deel. Nach diesem Lied tanzten Katrin und ich noch ein letztes Mal. Dann enden schließlich und endgültig die neun geduldig ertragenen Jahre auf dem Gymnasium Groß-Ilsede. Das Lied Ich holt in mir noch lange nach. Die Schulzeit, sie ist nun endgültig und für immer vorbei. Unwiderruflich. Zeit für ein kleines Resümee. Gute Nacht.